Willkommen zurück zu einer weiteren Runde und heute wird Gun Bros gezockt. Oh, da war gerade ein Facebook-Fenster. Von Glue. Oh mein Gott, da kann man direkt wieder einkaufen. Achso, das ist Tagesbelohnung. Tage, in der man das in Folge zockt. Tag 1, 2, 3, 4 und 5. Schon mal soweit nicht schlecht, aber wir gehen jetzt erstmal rein. Ich bin schon Level 9, muss ich gerade sehen. Moment, ist ja eh offline, dafür werde ich eh keinen finden. Und da ist es Singleplayer, Multiplayer oder Deathmatch. Ich habe es mir ursprünglich mal geholt wegen Multiplayer, allerdings geht es nur online. Und wir steigen mal ein bei Cerberus Prime. Revolution 1. Ich fange direkt mal vorne nochmal an. In der Mission 1. Es lädt. Na los. Deswegen kann man es auch zu zweit zocken, weil wie man hier sehen kann, sind hier zwei Spielfiguren auf dem Feld. Ich bin jetzt gerade der Linke. Also mit dem rechten Finger, mein Gott, Perfect Wave schon, kann man die Schussrichtung bestimmen und mit dem linken die Laufrichtung. Boah, krass, das Spiel penetriert mich jetzt gerade aber hart. Na, so war schon okay. Voll die Action. Oh, Perfect Wave. Und wieder 10% Bonus. Oh, Heilung. Oh, oh, da geht gleich was hoch. Obwohl. Yeah, Combo. Einfach mal entgegenlaufen der Welle. Aber das Spiel wirkt jetzt gerade ein bisschen übersteuert, muss ich ja schon mal sagen. Nicht jetzt, dass es laut ist, aber halt übersteuert. Boah, mein Gott, jetzt geht's aber ab hier. Oh. Oh, ein Fragezeichen. Ja, was ist es denn? Oh, Bonusasche. Können wir auch gleich mal in den Shops gucken, was es da so gibt. Aua. Das war aber nicht perfekt, wie ich gerade gesehen habe. Schade aber auch. Oh, 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 oh. Kannst du mal da nach oben schießen, bitte? Danke. Perfect Wave. 125% oben rechts. Und Level up. Level 10 bin ich schon. Geil. Oh. Alles explodiert hier. Granaten habe ich leider auch nicht mehr. Sind über dem rechten Daumen. Aua. Perfekt. Ja, natürlich. Kleiner XP-Schub. Unten ist auch meine HP zu sehen und darunter der XP-Balken. Was war das hier nochmal? Achso, man kann auch schnell noch ein paar Waffen holen nebenbei. Zurück. Ah, und der Waffenwechsel. Oh, WTF. Hallo, kannst du dich mal bitte da wegbewegen? Dankeschön.
Welle 10 clear, da kommt auch nur ein. Ne, doch, da kommen mehrere Gegner wieder an. Nein, treff mich nicht. Wow. Ja, genau, kommen die vom rechten Bildschirmrand. So, jetzt sind sie aber weg hier. Welle 8, fertig. Stand eigentlich gerade 10? Egal. Das ist wieder Bonus. Boah, deutlicher Sprung. Das war, glaube ich, ein Drittel vom Level. Und hier unten noch weg. Aua. Mein Gott. Hilfe! So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Bei Welle 10 dann. Das müsste jetzt hier die 9 sein, rein theoretisch. Rein rechnerisch, wenn gerade 8 war. Nicht mit mir. Da kommt noch einer. Da ist er doch, der Endboss. Oh, da steht auf irgendwas drauf. Ich mache noch relativ viel Schaden hier an dem Ding. Wow. Oh. Haben. Jetzt habe ich sogar eine Granate aufgehoben. Von wegen Endboss. Soweit die Theorie. Boah, hat sich ja mal richtig gelohnt, da muss ich ja mal zugeben. Aber die halten jetzt ein bisschen mehr aus. Level up! Ah, wo ist denn mein Kollege? Schon gleich wieder da. Wofür sind der Button hier eigentlich? Hm. Oh! Ganz fertige! Ach da! Guck mal, da liegt er und pennt. Hallo. Sekunde, da liegt was. Ah, okay. Wenn der Kollege abstirbt, dann ist er nach der Welle wieder da. Immerhin. Boah. Töte mich nicht! Aber normalerweise, wenn man sich mit dem Kollegen dann so ein bisschen abspricht, dann denke ich mal, passiert da mal gar nichts. Ja, der Schwierig jetzt gerade natürlich auch noch anzieht hier. Dass er mehr oder weniger nur rumpimmeln. Welle 8, Welle 11 fertig. Welle 8. Aber ich habe echt vergessen, wie viele Wellen das hier hat. Oder ich glaube, der Level hat generell, was weiß ich, 20 Wellen oder so. Und bis... Ich habe hier ganz vorne nochmal ausgewählt, in welcher Welle ich einsteigen will. Das war's. Welle 12 fertig. Oh. Aber jetzt wollte ich eigentlich gleich mal shoppen gehen. Wie komme ich denn jetzt gleich hier raus mal? Oder einfach absterben. Bam!
Genau, macht mich Matsche. Und Fragezeichen. Bam. Na toll, der Computer kann ich alleine weiterzocken, oder was? Da geht's Upgrade. Kostet 24 Gold, super. Ja, die Waffen steigen hier auch mit ihrer... Das ist mal die Übersicht, hier sind die Gegner drin gewesen. Boah, voll der Dicke hier. So, oben rechts sieht man jetzt Level 11,5. Und jetzt kann man hier touchen, dann bekommt man noch einen Bonus. Los! Collect. Jetzt halt nochmal collecten. Nein. Bringt mir nichts, weil ich habe so viel Gold. Habe ich nicht. Nimm doch was anderes hier, Amor. Ganz. Und ich muss sagen, das ist extrem, was man hier holen kann. Das sind so viele Waffen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Level das Spiel hat, aber da kann man ja einfach mal runterladen. Oder mal surfen. Und für Lau ist es eigentlich ein ganz witziges Spiel. Was gibt es denn hier noch? Boah, ich habe 1800. Okay, da fangen die ab 7000, 6000. 1800. Upgrade bringt mir jetzt wahrscheinlich herzlich wenig. Ach, da ist die Waffe schon. Okay. Die testen wir jetzt nur noch einmal und direkt in die Classic, in die Welle, wo wir gestoppt haben. Oder wo ich mal gestoppt habe. 19. Explodium. Also Explodium ist sowas wie Gold. Also nicht wie Gold, sondern einfach wie eine Währung. Aber ich glaube, ich kann in drei Richtungen schießen. Ist ja der Hammer. Wow. Aber schon krass, muss ich schon sagen. Ich bleib einfach hier... Ach du Scheiße, ich bleib doch nicht einfach hier stehen. Feuer! Boah! Hart penetrieren. Boah! Okay, das war soweit Gun Bros. Das Spiel würde ich sogar einfach mal empfehlen. Also guckt es euch an, ladet es euch runter, ist gratis. Außer ihr holt diese Goldmünzen. Und ansonsten bis im nächsten Spiel. Tschüss!